Was ist 910 Gramm schwer, besteht aus 15 Linsenelementen, angeordnet in 9 Gruppen und ist 10 cm lang? Die Antwort gibt's jetzt. Das hier ist das neue Pentax DFA Stern. 50 mm 1/4er Blende. Pentax-Fans mussten lange drauf warten. Das erste Mal angekündigt wurde es auf der Pentax Roadmap 2016, die man auf der Fotokina sehen konnte. Und jetzt haben wir es hier. Gucken wir mal rein, wie es aussieht. Hier vorne steht es auch drauf. Pentax DFA Stern. Stern im Übrigen bedeutet hohe Schärfeleistung über die komplette Fläche. Gucken wir mal, wie es im Karton jetzt aussieht. Wie immer ein Pentax-Köcher mit einem Pentax-Objektiv drin. Und da ist es. Pentax DFA. Wie bei allen Pentax-Objektiven haben wir auch bei diesem Objektiv wieder die Sonnenblende inkludiert. Eine Pentax-Sonnenblende hat immer diesen kleinen Sporn. Wenn ich den abnehme, ich zeige es euch mal. Ich lege es mal eben zur Seite. Wenn ich den hier abnehme, kann ich zum Beispiel bei einem Polfilter die Polarisierung entsprechend einstellen, dass ich keine Spiegelungen habe. Ich muss also nicht jedes Mal die Sonnenblende abnehmen. Also wie bei allen Pentax-Objektiven auch hier dieses kleine Teil, was sehr hilfreich sein kann. So, aber jetzt zum Hauptakteur. 50 mm 1,4. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, es ist das Objektiv, auf das alle Pentax-Fotografen sehnsüchtigst gewartet haben. Und das hier ist das Geheimnis. Eine riesengroße Öffnung. 72 mm Durchmesser. Da kommt wahnsinnig viel Licht rein. Jetzt wird man immer wieder gefragt, warum müssen diese Objektive so groß sein? Naja, das liegt daran, dass die Kameras heute sehr hohe Auflösungen haben. Nehmen wir zum Beispiel die Pentax K1 Mark II oder die allererste K1, 36 Megapixel Auflösung. Und wir reden hier über Kamerasysteme, die im Laufe der Zeit noch mehr Auflösung bekommen werden. Das heißt, auch die Objektive müssen diese hohe Auflösung unterstützen. Deswegen diese enorme Größe. Aber ich muss sagen, auch wenn das Objektiv sehr groß ist, es liegt wahnsinnig gut in der Hand. Es hat ein angenehmes Gewicht. Ich finde auch der manuelle Fokusring liegt wunderschön, ist leicht zu bedienen, hat keinen Widerstand, also wirklich angenehm, wirklich, wirklich schön. Was auch toll ist, wie bei allen Pentax-Objektiven, abgedichtet. Das heißt, auch dieses Objektiv ist Wind- und Wetter geschützt. Ich kann also bei Regen fotografieren, bei Schnee, bei Staub, bei Wind, bei allem, was in der Luft ist, nichts kommt in die Optik, nichts kommt auf den Sensor rauf. Dann haben wir hier vorne eine Entfernungsskala. Das heißt, wenn ich hier drehe, kann ich entsprechend meinen Entfernungsbereich ablesen. Und hier manueller Fokus, Autofokus, auch das schön leichtgängig umzuschalten. Wirklich, fühlt sich sehr, sehr, sehr hochwertig an. Und hier steht es dann nochmal DFA Stern, also ein Objektiv aus der Serie, die eigentlich dafür bekannt sind, dass sie von der Mitte bis zu den Seitenbereichen eine sehr, sehr hohe Schärfeleistung haben. Und ich denke, bei den Werten, die das Objektiv hier mit sich bringt, werden wir diese Schärfeleistung hier auch bekommen. Aber das probieren wir jetzt mal aus. Ich bin jetzt ja schon eine ganze Zeit lang mit der K1 Mark II und dem 50 mm unterwegs und ich habe wirklich gedacht, dass das ein Problem sein könnte, denn immerhin reden wir bei der Optik über 910 Gramm, aber dem ist gar nicht so. Ganz im Gegenteil, diese Optik macht wirklich Spaß. Ich genieße dieses schnelle Autofokus-System zum Beispiel hier. Wir haben einen 7,5-fachen Drehmoment hier eingebaut und das merkt man und das ist toll, das macht Spaß. Ich habe beim Fotografieren nie das Problem gehabt, dass der Autofokus zu langsam war oder nicht gesessen hat. Ganz im Gegenteil, es war wirklich richtig, richtig schön. Was ich auch toll finde, ist neben der traditionellen HD-Vergütung jetzt auch das neue Aero Bright Coating, Römisch 2. Das sorgt im Endeffekt dafür, dass
chromatische Aberrationen und sphärische Aberrationen spürbar minimiert werden. Rico sagt um 50%. Und beim Fotografieren, bei den Bildern ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich auch so ist. Also die Schärfeleistung selber, auch das Bouquet bei dieser ganzen Geschichte, ist wirklich phänomenal. Diese Optik, diese Kamera in dieser Kombination, die machen einfach nur Spaß. Und was ich jedem mal empfehlen würde, ist, wenn er die K1 Mark II hat, Pixelshift. Pixelshift mit dem 50mm 1.4. Das sollte jeder wirklich mal ausprobieren, denn die Bildschärfeleistung bei dieser Kombination in diesem Pixelshift-Verfahren ist wirklich beeindruckend. Mein Tag mit dem 50mm 1.4 von Pentax geht jetzt zu Ende und ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen. Das Objektiv, ja, ist einsame Spitze in meinen Augen. Es hat einen richtig schönen, schnellen Autofokus. Die Bildqualität ist wirklich der Hammer. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, gerade auf einer K1, K1 Mark II. Aber ich denke auch auf den Halbformaten KP, K3 Mark II, K70. Das Objektiv ist toll. Und jeder, der sich das hier holt, wird auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Er wird den Autofokus zu schätzen wissen, denn der ist wirklich sehr, sehr schnell, sehr präzise, hat mich nicht einmal irgendwie im Stich gelassen. Und die Bildschärfeleistung mit Offenblende oder auch mit geschlossener Blende macht einfach Spaß zu fotografieren. Die Schärfentiefe ist genial, das Bouquet ist genial, die Schärfeleistung generell, die Farben. Also alles rundherum an diesem Objektiv ist wirklich gelungen. Und diese große Linse, die sorgt einfach dafür, dass man diese tollen Bilder bekommt. Oh. Hier ist Staub drauf. Naja, ich habe ja Wasser. Ach ja, das ist ja gar nicht mehr notwendig. Die SP-Vergütung sorgt dafür, dass Staub, Feuchtigkeit, Fingerabdrücke sofort wieder runtergehen. Mein Name ist Jörn Jansen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal.